Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Niveau Weshalb Warum Box von Deichkind. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Niveau Weshalb Warum aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das sechste Album von Deichkind. Die Box ist recht ungewöhnlich, denn wir haben hier zwar den Namen der Band Deichkind, allerdings nicht den Albumtitel auf der Box, sondern wir lesen hier tatsächlich BAM, das Spiel. Ja, dieses Spiel ist mit dabei in der Box, aber das Album heißt trotzdem, wo haben wir es hier? Niveau, weshalb, warum? Na gut. Wir haben hier eine schwarze Box im Hochformat. Wir haben hier, sieht so aus wie so zwei riesen Luftballons oder so, die man so kennt von so Geburtstagsfeiern oder so. Deichkind, dahinter dann DK und hier dann BAM, das Spiel. Und eine Person hier mit Kiwis auf den Augen und einer Wurst, einer Salami aus dem Mund. Wunderbar. Deichkind Niveau, weshalb, warum Special Edition. Limitierte Deluxe Fanbox, 2 CDs, Kartenspiel, T-Shirt, Papierbrett, Sticker. All das erwartet uns hier. Ah ja, hier lesen wir warum. Weshalb? Okay, also Niveau, weshalb, warum? Kennt man vielleicht als Wieso, weshalb, warum? Aber in diesem Fall etwas umgetextet. BAM, das fertige Spiel. Modern, temporeich, funny und praktisch für überall. Für 0 bis 68 Spieler. Im Alter von 16 bis 99 Jahren. Jeder hat Kleidung, Handy, Tours und Zeit. Jeder kann BAM spielen. Emotionmäßig sollten alle Spieler in tightem Takt, dickfällig, aber auch sensibel sein. Die Körperhygiene muss mindestens mittleres Niveau erreichen. BAM fordert viel, aber gibt auch viel. Außerdem bitte für ausreichend Getränkenachschub sorgen. Nicht im Lieferumfang enthalten. Ziel des Spiels ist es zu gewinnen. BAM. Limitierte Deluxe Fanbox, okay, hier nochmal die Inhalte und die Beteiligten. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Was mir jetzt schon etwas wundert, ist, dass wir hier nirgendwo einen Barcode finden. Okay, dann schauen wir mal hinein. Also, von innen in schwarz, der Deckel ist abnehmbar. Als erstes haben wir hier einen Stickerbogen. Dann ist mit dabei ein Shirt. Ein Stapel Karten, die brauchen wir scheinbar dann für das Spiel. Dann haben wir das Album an sich. Und zu guter Letzt. Okay, ich hätte jetzt irgendwie mit dem Spielbrett gerechnet. Hier haben wir jetzt ein Poster. Ah, genau. Hier kommt dann das Spielbrett. So, wir packen die Box wieder zusammen. Und dann starten wir direkt. Hier gibt es noch eine Folie. Dieser werden wir uns gleich mal entledigen. So. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Deichkind, Niveau, weshalb, warum. Auf der Seite auch wieder zu lesen und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. Wir haben hier 13 Tracks plus 2 Bonustracks, also 15 Stück. Wir haben ein Feature mit dabei von Herr Spiegelei und dann haben wir die Instrumentals, 13 Stück. Okay, also die beiden Bonustracks sind hier nicht als Instrumentals mit drauf. Dann haben wir hier die Herrschaften mit ihren wunderbaren Kopfbedeckungen. Barcode, Beteiligte, ja. Das Ganze kommt in einem Digipack. Als erstes haben wir hier, sieht so aus wie so eine Limousine oder Tourbus, je nachdem. Ah, ich schätze mal, ich tippe mal auf Limousine. So sieht das da drinnen aus. Ja, wie man die Herrschaften kennt, immer wunderbare Outfits. Als erstes kommen wir zum Booklet. So kennt man sie.
Wir haben Fairies. Was habt ihr? Okay, also, die Fotos stehen hier im Vordergrund. Ja, jetzt habe ich es verschrien. Jetzt kommt auch der Text. Wir haben hier tatsächlich jeden Track Wort für Wort abgedruckt. Wunderbar. Fotos. Noch mehr Text. Okay. Ja, also, wie man es gewohnt ist, von dahingehend sehr bunt, sehr schrille Outfits. So kennt man das. Nochmal die Tracklist und hier nochmal die Credits zum Album. Okay, Booklet wandert wieder zurück. Wir kommen zur Album-CD, die ist hier links. Ganz klassisch hier in Silber gehalten. So sieht das aus. Und dann haben wir noch die zweite CD. Und hier haben wir dann die Instrumentals. Ja, gut. Dann packen wir das mal zur Seite. So, bevor wir zum Spiel kommen, machen wir erst noch das T-Shirt und die Sticker. So, wir haben hier ein Shirt. Das Shirt ist in Grau. Auf der Brust haben wir riesengroß den Albumtitel stehen. Niveau, weshalb, warum. Darunter dann das Copyright Deichkind. Die Rückseite ist unbedruckt, alles hier in Grau. Und bei diesem Shirt handelt es sich um ein Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in, nein, Entschuldigung, nicht 100% Baumwolle, 90% Baumwolle und 10% Polyester. Okay, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Kommen zum Stickerbogen. Der sieht so aus. Also wir haben hier ein komplettes Sammelsurium, eine komplette Palette von Stickern. Wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, sind es tatsächlich 17 Stück. Ganz verschiedene Motive, Designs, Formen, also von Schriften bis hin zu, das sieht aus wie so eine Karte für einen Live-Auftritt, für ein Konzert. Logos, Fotos, was lesen wir hier? Hauptsache nichts mit Menschen, ja. Also jede Menge Sticker hier auf diesem Stickerbogen zusammen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier dieses Poster, das eben ja auch auf der Rückseite dann den Spielplan offenbart. Aber wir kommen als erstes mal zum Poster. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich jemals, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so ein Poster in der Hand hatte. Es ist vom Material her so ganz eigenartig. Also es ist kein reguläres, ja, Papier- oder Kartonposter, sondern es ist so ein Kunststoff. Es fühlt sich echt an, ein bisschen wie so eine Wachsjacke oder sowas. Also ganz eigenartig. Aber ist wahrscheinlich auch etwas teurer als so ein reguläres Papierposter. Wir haben hier riesengroß eine Gestalt. Eine schwarze Gestalt. Der Hintergrund ist komplett rot. Und dann lesen wir hier Niveau, weshalb, warum. In der Mitte der fette Deichkind-Schriftzug. Und dann hier eine Person, wie gesagt, in schwarz mit der berüchtigten Kopfbedeckung hier, mit diesem Tetraeder. Jawohl. Und auf der Rückseite haben wir... Alter. Eine riesengroße Spielfläche. Also das ist so der Spielplan. Ja, also stelle ich mir spannend vor, speziell in so, ich sage jetzt mal, Einzimmerwohnungen oder so Studenten-WGs, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie so die größten Flächen zur Verfügung haben. Das ist echt gewaltig. Das ist so ziemlich das größte Spielbrett oder Spielfeld, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, und es sieht auch, wenn ihr mich fragt, etwas unübersichtlich aus. Also, ja, ich tue mir das etwas schwer. Ich meine, wir haben hier zwei Flächen. Einmal Ablagestapel und einmal Aufnahmestapel. Dann haben wir hier noch ein sogenanntes Spuckefeld, wofür auch immer das gedacht ist.
Dann nehme ich mal an, man hat dann irgendwelche Figuren, die man dann auf dem Spielfeld bewegt. Und wir haben dann eben noch diese Karten hier. Also das ist echt ein riesen Haufen an Karten. Wenn einfach mal ein paar anschauen. ASAP-Karte. Spiele die Karte jederzeit sofort. Rück drei vor, ja jetzt. Wenn du erwischt wirst, dass du nicht ASAP gespielt hast, bestimmen die anderen, welches Feld du machst. Und dann haben wir immer noch so wunderbare Fotos. Also hier kopiert jemand scheinbar gerade sein Geschlechtsteil. Was haben wir hier? Die Arschkarte. Na wunderbar. Schick jemanden in die Hölle. Du bestimmst Opfer und Feld. Oder aber. Ah ja, gleich noch eine Arschkarte. Gut. Like mich am Arsch. Mach, was du willst und mach nichts, was du nicht machen willst. Bock die Arschkarte. Blockt. Blockt die Arschkarte und schickt den Penner selbst in die Hölle. Okay, also die Karten sind auf jeden Fall sehr schön formuliert und ansprechend gestaltet. Und so sind dann auch die Felder. Also wir sehen hier echt jede Menge nackter Ärsche. Die meisten allerdings von Männern, wenn ich das so richtig sehe. Und ja, dann haben wir noch so Feldbeschreibungen wie zum Beispiel: Leg dich auf den Boden, alle auf dich drauf und alles so, yeah. Okay. Oder lass dir den großen Fußnagel von einem aus der Runde schneiden. Oder auch renn auf die Straße und schrei: Dies ist ein historischer Moment. Ja, also ich glaube, auch wenn mir jetzt noch nicht ganz klar ist, wie das Spiel funktioniert oder wo da irgendwie Anfang und Ende ist, aber ich glaube, mit den richtigen Getränken kann das auf jeden Fall richtig Spaß machen. Natürlich auch mit den richtigen Leuten. So, dann packen wir das wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Riesenposter, sowie natürlich auf der Rückseite dieses riesige Spielfeld. Poster im Hochformat, Spielfeld im Querformat. Zusätzlich zu diesem Spielfeld gibt es dann die Karten. Dann haben wir den Stickerbogen mit insgesamt, ich glaube, es sind 17 Sticker. Das Shirt in der Größe L. Und natürlich das Album an sich. Niveau, weshalb, warum, mit insgesamt 15 Tracks und 13 Instrumentals im Digipack. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Niveau, weshalb, warum von Deichkind. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Deichkind unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.